Alleine wie das von hier drin aussieht. Was ist braun, blau und sitzt im Gefängnis? Ein Logo. Gummibär, Copa ringt, Logo stinkt. Pam! Yeah! Hallöchen und herzlich willkommen zu einer richtig gemeinen Folge von unserem Minecraft Troll Wars mit unseren besten Freunden Daniel, Logo und natürlich mit mir, eurem sprechenden Glühwürmchen, Diablo Copa. Heute habe ich wieder was ziemlich Böses mit euch vor, denn wir werden heute zu Loros Base fliegen und mit unzerstörbaren Blöcken ein gefährliches Trollgefängnis um Loros Base bauen, sodass er nicht mehr von seiner Insel fliehen kann. Das wird echt genial. Ich habe nämlich einen Fehler in diesem Modpack gefunden, womit wir diese unzerstörbaren Blöcke ganz einfach generieren lassen können. Ich muss es nur ganz kurz erklären, denn ich mache das nicht ohne Grund, denn ich möchte in den kommenden Tagen, nachdem wir heute ein Käfig gebaut haben, Loros Insel 1:1 zu uns transportieren. Ganz ehrlich, ich fühle mich so ein bisschen alleine in diesem Projekt und ich suche demnach einen Freund. Loro und ich sind ja so ein bisschen wie Zimt und Zucker, auch wenn ich hin und wieder seine Suppe versalze. Bevor wir allerdings Loro trollen, ein ganz wichtiger Hinweis, meine komplette Base war ja mit Cobblestone eingebaut. Im ersten Teil des Videos werde ich versuchen, meine Base mit ganz neuen Maschinen zu befreien. Ich habe ein bisschen rumgealbert und es gibt einige Fails, die wirklich ziemlich witzig sind und danach werden wir sofort zu Loros Base fliegen und ein großes Gefängnis um seine Insel bauen. Viel Vergnügen mit dieser, ja, vielleicht am Anfang doch etwas albernen Geschichte. 3742 Blöcke. Ich glaube, es hackt. Okay, das Ganze besteht natürlich aus Cobblestone. Da müssen wir wohl zu härteren Mitteln greifen. Los, Trollo-Armee, macht es fertig. Komm schon, bitte. Warum funktioniert das nicht? Das kann nicht wahr sein. Ja. Cobblestone ist schlauer, als ich dachte. Versuch Nummer 1. Als erstes möchte ich mal versuchen, mit meinem kleinen Mini-Bohrer den Cobblestone abzubauen. Eine ganz neue Maschine ist das. Die haben wir noch nicht ausprobiert. Das ist ein Bohrer, quasi ein Gerät, was sich von oben nach unten durchgraben kann. Und das ist echt großartig. Das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Ganz einfach zusammengeknetet. Hier haben wir erstmal den Bohrkopf. Zack. Das Ganze mit Redstone, Diamantenholz und Eisen kombiniert. Zack. Und da haben wir ihn auch schon. Den Bohrer. Cool. Dann setzen wir jetzt hier den Bohrer hin. Und jetzt drückt bitte alle eure Fußzehen, damit das Ganze funktioniert. LOL, es funktioniert. Der Bohrer kennt ja gar nichts. Alter, das geht durch die Butter. Okay, die Maschine ist echt genial. Ob man damit auch Loros Base durchbohren kann? Okay, jetzt ist er hier unten angekommen. Kann er sich auch durch Gras bohren? Okay, glücklicherweise nicht. Nein, das geht zu tief. Hä? Wie kann ich denn den Bohrer wieder einfahren? Kann ich den einfach abbauen? Nein! Ich kann den Bohrer nicht mehr einfahren. Aber. Toll! Na klasse. Das heißt, wir setzen den Bohrer ein und müssen den Bohrer per Hand abbauen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Warte mal ganz kurz. Ich kann meinen Bohrer nicht mehr einfahren. Warum? Guck mal, wie tief der schon gegraben hat. Ach, komm schon. Ich brauche niemanden, der mich ärgert. Ich kann mich selber trollen. Ich drehe noch durch. Versuch Nummer 2. Der Mining-Zauberstab. Harry Copper ist am Start. Wir werden einfach die ganzen Blöcke wegzaubern. 1. Komm schon. 2. Yes! Na endlich, es hat funktioniert, sehr gut. Und wir bekommen die ganzen Cobblestones. Damit können wir ruckzuck unsere Base befreien. Gott sei Dank funktioniert das. Mir fällt gerade ein Cobblestone vom Herzen. Copycus, Gaby Move, Logo ist doof. Pam. Yeah, auf diesen Zauberspruch ist immer Verlass. Nutzt einfach diesen Zauber, er hilft bei allem. Gummibär, Copa ringt, Logo stinkt. Pam. Yeah, natürlich funktioniert das auch. Ich wusste es. Ich liebe diesen Zauberstab. Zitronenstein und Hetty Moos, Logo ist geschmacklos. Pam. Wie ein Glas Wasser. Wie das hier auch zusammenfällt. Endlich kriegen wir wieder unsere Base befreit. Das ist schließlich das Wahrzeichen von Troll Wars. Das war so klar. Keine Sorge, meine Cobblestones. Ich bringe euch wieder nach Hause. Schaut euch meinen ganzen Cobblestone an. Da werden ja einige von satt. Was? Mein Zauberstab ist kaputt. Mit meinen Wurstfingern habe ich den scheinbar zerdrückt. Es wird Frühling, die Kopperschafe fliegen wieder. Schaut euch das an. Ein Traum von Gelb. Wir haben unsere Base wieder. Aber dass uns immer dieser überfahrene Igel aufhalten muss. Was haben wir ihm getan? Kann es sein, dass Loro irgendwie auf den Kopf gefallen ist? Also so wie er aussieht, wahrscheinlich sogar mehrfach. Da wir nun endlich unsere Base befreit haben, können wir nun endlich Loro trollen. Ich habe mir extra eine Maske aufgezogen. Nicht, dass es heißt, oh, Copper hat wieder Loro getrollt. Vielleicht bin ich ja gar nicht Locopa. Nein, niemals. Es können keine Beweise gesammelt werden. Haha. Pass auf, Loro. Jetzt kommt Biene Maya und ich werde dich stechen. Hallöchen, Logöchen. Okay, das ist Loros Insel, die wir jetzt in ein Gefängnis verwandeln werden, sodass Loro nicht mehr rauskommt. Zumindest versuchen wir es. Lol, Loro hat Verteidigungsanlagen gebaut. Das stand aber nicht auf meiner Liste. Ah! Es schießt! Ah! Hallo! Hey, du kannst doch nicht auf Schildkröten schießen. Ich stehe unter Naturschutz. Seit wann kennt sich Loro mit Verteidigung aus? Da hat er richtig aufgerüstet. Das ist eine Minigun. Du kannst doch nicht einfach Schildkröten abschießen. Was ist falsch mit dem Jungen? Oh nein, Hilfe. Ich gehe drauf. Ich werde beschossen. Ich verliere so viele Herzen. Das ist die stärkste Waffe, die ich je gesehen habe. Alter,
Ist das dein Ernst? Also wenn ich auf seiner Base einen fahren lasse, dann ist das gefährlicher als dieses Ding. Ganz kurz zur Erklärung. Man muss hier dieses Ding mit Energie befüllen und Loro hat den Energietank direkt daneben gepackt. Den kann ich abbauen. Jetzt verliert der Turm Energie, kann sich nicht mehr aufladen, weil wir ihm quasi die Chips-Tüte aus der Hand genommen haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber der Anfang ist echt nicht schlecht, das gefällt mir schon mal. Okay, pass auf, das wird das kurze Troll-Gefängnis aller Zeiten. Alles, was wir für diesen Bug brauchen, für diese unzerstörbaren Blöcke, ist lediglich der Laser Bridge Control Block. Den können wir ganz einfach craften mit Eisenbarren und Schleimbällen. Das heißt, einfach hier mal ein bisschen Eisen investiert, ein Schleimball, zack. Dann brauchen wir noch eine Redstone-Fackel, damit wir das Ganze aktivieren können. Haltet eure Socken fest, das wird auf jeden Fall die Socken von euren Füßen rollen lassen. Das ist der Block, den wir eben gerade gecraftet haben. Ich muss es ganz kurz erklären, es ist relativ simpel. Das Teil soll eigentlich dafür sorgen, dass ihr eine Brücke erzeugen könnt. Die sieht ziemlich fancy aus, auf der wir ganz einfach drüber laufen können, ja? Das Abgefahrene ist halt, dass wir diese grünen Blöcke, hier sehen wir sie nochmal, nicht mehr abbauen können. Und eigentlich ist es so, dass wir diese Blöcke nun deaktivieren können, indem wir einfach das Redstone-Signal wieder deaktivieren. Aber, und jetzt kommt es, ich habe einen ziemlich miesen Fehler bei diesem Block entdeckt. Wenn ich jetzt diese Maschine abbauen sollte, dann bleiben weiterhin die unzerstörbaren Blöcke bestehen. Seht ihr das? Wie cool ist das denn? Und somit können wir ganz einfach ein Gefängnis komplett um Loros Base bauen, wo er nicht mehr diesem entkommen kann. Wie gemein ist das denn bitte? Und Loro kann nichts dagegen machen. Das wird so genial. Das heißt, wir bauen jetzt ein Trollgefängnis rund um Loros Insel, damit er nicht mehr fliehen kann, wenn wir seine Insel zu uns transportieren. Das war einfach so ein Zufall, dass ich das rausgefunden habe. Also das ist doch mindestens ein Daumen nach oben wert. Vielleicht auch 10. Obwohl, darüber müssen wir streiten. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir seine Base komplett einsperren. Das muss ich logisch denken. Eigentlich müssen wir nur einen Rahmen um Loros Insel bauen, damit wir das Gefängnis gescheit anbringen können. Ich kann ja einiges rausschneiden, weil ansonsten wird es langweilig. Damit haben wir schon mal den oberen Teil. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch nach unten ausweiten. Ich sage es jedes Mal, aber das wird wieder mal mit Abstand der kurze Troll aller Zeiten. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir haben jetzt hier einen ganz tollen Rahmen gebaut. Und hier werden wir jetzt diesen Block hier jeweils anbringen, ganz häufig. Und ich werde überall dieses grüne Gitter entstehen lassen, sodass wir einfach nur einen ganz grünen Käfig haben, wo er einfach gar nicht mehr rauskommen kann. Zack, dann werde ich den jetzt einfach hier hinsetzen. Mit Redstone aktivieren. Zack, das. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Es hat tatsächlich funktioniert. Wir können diese Blöcke weiter nicht abbauen. Jetzt werde ich diese Maschine zerstören. Zack. Und der Käfig bleibt weiterhin vorhanden. Nein, was habe ich getan? Eigentlich will ich ja Loro nur schützen. Aber ich muss echt sagen, es ist verdammt mühsam, hier die ganze Zeit die Blöcke hinzusetzen. Alter. Nein, Block, komm zurück. Ich brauche dich noch. Sind wir eigentlich Loro gerade am Trollen? Ich meine, okay, das ist halt ein Gefängnis, wo er halt nicht mehr rauskommt. Alter, wie das schon aussieht. Aber ihr müsst es mal positiv sehen. Loro hat die sicherste Base. Das toppt doch wirklich alles. Keine Chance. Okay, kleines Update. Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 3,5 Seiten haben wir soweit fertig. Das sieht so aus wie so ein kleines Tiergehege, oder? Und so ein Loro als Haustier wäre auch nicht schlecht. Aber nur, wenn ich Loro wie meine Meerschweinchen gelb anmalen darf. Dann würde ich ihn auf jeden Fall adoptieren. 1, 2, 3, 4 Seiten haben wir jetzt schon. Hier ist irgendwer verhungert. Okay, das muss ich auf jeden Fall auch noch korrigieren. Alleine, wie das von hier drin aussieht. Ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Ich habe noch eine richtig gemeine Idee. Ich meine, wir müssen das Ding noch unten zumachen. Aber wie wäre es denn, wenn wir Loros heilige Schokoladenausrüstung, für die er 3, 4 Folgen gebraucht hat zum Craften, klauen und diese außerhalb von diesem Käfig direkt hier hinter platzieren? Das können wir nicht machen, oder? Das können wir auf keinen Fall machen. Auf gar keinen Fall. Loros Schokoladenausrüstung hat sich nach draußen teleportiert. Das ist ja abgefahren. Und schaut euch das mal an. Ich habe jetzt noch einen Trollo nach draußen gesetzt. Wie fies der hier reinguckt. Seine Augen, schwarz wie seine Seele. Trollo hat natürlich auch noch was zu sagen. Hier ein kleines Rätsel. Was ist braun, blau und sitzt im Gefängnis? Ein Logo. Vielen Dank, dass sie für Trollos Sicherheitsdienst entschieden haben. Ihre Base ist zu 100% geschützt. Hat auch seine Vorteile. Ich meine, er kommt zwar nicht mehr raus, aber es kommt auch keiner mehr rein. Wir haben ein Loro gefangen. Yay. Loro kann sich nicht mehr vor mir verstecken. Ich habe endlich einen Freund. Wir haben wirklich alle Löcher gestopft. Wir müssen nur noch diese eine Reihe hier aktivieren. Und dann haben wir wirklich alles dicht gemacht. Zack. Sehr gut. Und damit haben wir es geschafft. Damit haben wir ihn komplett ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Es ist einfach das coolste Gefängnis aller Zeiten. Schachmatt-Logo. Ich glaube, wir haben Troll Wars gewonnen. An dieser Stelle, wir sind noch nicht durch. Ein ganz wichtiger Hinweis. Ich werde versuchen, in den kommenden Folgen irgendwann Loros Insel zu uns zu transportieren. Das funktioniert mit Kapseln. Das haben wir schon mal gemacht. Ich werde das Video direkt hier auf dem Bildschirm verlinken, falls ihr sehen wollt, wie das Ganze funktioniert. Eine richtig lustige Troll Wars Folge. Schaut sie euch gerne an.
gerne an. Ein Osterspecial war das. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Vielen Dank für die ganzen Trollvorschläge. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.